Hallo ihr Lieben, ein paar von euch hatten sich ein Kliniktaschenvideo gewünscht und das mache ich jetzt ganz schnell, denn in anderthalb Wochen geht die Geburt los. Wahrscheinlich kann es sein, dass das Video erst online kommt, wenn das Baby schon da ist. Aber die Tasche ist gepackt und wir sind startklar. Diesmal bin ich echt spät dran, sonst habe ich immer so 4, 5 Wochen vorher angefangen. Aber irgendwie, ja, ist es jetzt so. Und ich zeige euch, was ich mitnehme. Also es ist nicht so viel. Und ich habe etwas für den Kreißsaal, was ich halt nur mit in den Kreißsaal nehme und halt für die 3 Tage im Krankenhaus. Und das zeige ich euch jetzt. Fangen wir mal ganz unspektakulär mit Unterwäsche an. Ja, so richtig Unterwäsche werde ich wahrscheinlich gar nicht tragen, beziehungsweise BHs und Hosen schon. Selbst das nicht mal, weil man da im Krankenhaus ja auch diese Netzunterhosen kriegt. Sehr schön, aber praktisch. Und ich habe jetzt aber 3 Still-BHs, die sind aber ohne Bügel, weil ich das überhaupt nicht mag, in der Anfangsstillzeit BHs mit Bügel zu tragen. Da habe ich 3 verschiedene Größen, beziehungsweise 2 verschiedene Größen. Einmal ein bisschen kleiner und einmal ein bisschen größer, weil ich nicht genau weiß, ja, wie groß sie dann letztendlich sein werden, die Bubis. Genau, dann habe ich hier 3 Hosen. Einmal eine Schwangerschaftsleggings, einmal eine ganz normale Leggings und Und dann nochmal eine etwas dickere Jogginghose. Die habe ich jetzt einfach so zum Rumlaufen im Krankenhaus, beziehungsweise auch für die Geburt. Und ich habe 3 Hosen mitgebracht, weil man weiß ja auch nicht, wenn die Fruchtblase platzt, ob alles trocken bleibt. Deswegen habe ich 3. Und genau, einmal eine Schwangerschaftsleggings, weil ja, man soll ja nicht so den Bauch so abschnüren, deswegen lieber etwas Lockeres. So, dann habe ich hier nochmal ein langes Nachthemd. Das hat kurze Ärmel. Ich zeige es euch mal eben. Aber das hat hier vorne so eine Knopfleiste. Die gibt es bei Primark. Die sind echt super. Die sind auch schön breit und die gehen halt gut über den Po. Halt auch, kann man gut so im Wochenbett ein bisschen rumlaufen mit. Genau. Und davon habe ich noch eins, aber das werde ich mit in den Kreißsaal nehmen. Und zwar ist das dies hier. Denn ich habe die Hoffnung, dass ich das anhabe, wenn die Kleine auf die Welt kommt. Oder ich bin halt nackt oder ich bin halt im Kittel, keine Ahnung. Dann habe ich nochmal so ein ganz breites T-Shirt. Einfach damit das alles ein bisschen lockerer ist. Und dann halt einfach zum Schlafen oder rumlaufen. Hauptsache bequem. Dann habe ich mir bei Primark Unterhosen gekauft. Auch ein bisschen größere. Die kann ich eventuell dann auch einfach danach wegschmeißen. Und genau, die wollte ich eigentlich nochmal waschen. Gucken, ob ich es noch schaffe vorher. Genau. Aber da sind 4 Stück drin. Und ja, fand ich sehr praktisch zu mitnehmen. Falls es doch richtig warm sein sollte, dann habe ich nochmal 2 kurze Hosen, so Shorts. Die werde ich entweder auch unter das Nachthemd ziehen oder halt auch so zum Rumlaufen. Weil wenn es zu warm ist, dann ja, ist es schöner, wenn man ein bisschen luftig angezogen ist. Dann habe ich hier 3 Stilloberteile. Das sind von H&M, die sind meine Lieblingsstilloberteile. Die sind so und die kann man halt hier aufknöpfen. Und dann braucht man halt auch nicht unbedingt ein BH anziehen, das ist ganz gut. Davon habe ich 2 und dann habe ich nochmal 1, das ist so ein T-Shirt und das kann man halt hier auseinandernehmen und die Brust frei machen. Genau. Falls die Brüste aber sehr empfindlich sind und man wirklich so gar nichts, ich rede hier gerade nur über Brüste, aber okay, ist halt so. Falls sie sehr entzündet sein sollten und man wirklich am liebsten nur Luft dran haben möchte, habe ich, falls der Arzt oder so reinhüpft, noch so einen Morgenmantel einfach, dass man sich einfach mal kurz die Brüste verdecken kann. Genau. Und deswegen fand ich so einen Morgenmantel ganz gut. Und einfach so, wenn man morgens aufsteht, ins Bad geht oder keine Ahnung, nachts irgendwie Termine hat, kann man gut gebrauchen. Dafür habe ich aber auch noch einen dickeren Bademantel, den ich aber hauptsächlich dann für die Dusche nehme, um mich abzutrocknen, weil ich wollte kein großes Handtuch nehmen. Ich habe ein kleines noch dabei, einfach so zum Frischmachen, Gesicht abwaschen, keine Ahnung. Ja, und ich mag es einfach gerne, wenn ich aus der Dusche komme, mir einen Bademantel überzuschmeißen. Deswegen kommt der auch mit. Und für die kleine Maus muss natürlich auch was mit. Ihr bekommt ja im Krankenhaus Klamotten. Das würde ich euch auch empfehlen, in Anspruch zu nehmen, weil das sehr praktisch ist.
Und ja, ich habe aber trotzdem ihre Spieluhr dabei, falls wir dort Fotos machen. Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, ob wir es machen. Bei den anderen beiden habe ich es immer machen lassen. Genau, und dann kann man das immer mit aufs Foto nehmen. Finde ich ganz süß. So, und dann habe ich hier einmal einen ganz schlichten weißen Langarmbody. Dazu einfach eine ja, normale Hose. Und dann habe ich nochmal ihr Coming Home Outfit. Das wird diese Hose sein. Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht. Da sind so, ja, Häschen drauf. Und ein Body in rosa mit langen Arm. Da steht drauf Daddy's Little Bunny. Fand ich sehr, sehr süß. Und dazu eine Mütze. Denn eine Mütze sollte man schon auch anziehen. Außer es sind 30 Grad draußen. Dann wird sie vielleicht auch nur im Body nach Hause gehen. Mal gucken. Vorsichtshalber habe ich aber noch so ein Baumwolldeckchen. Die Klamotten sind von C&A. Außer jetzt die Hose, die ist von... Weiß ich gar nicht, habe ich bei der Babyparty geschenkt bekommen. Das Gute ist, die hat Füßchen dran. Die andere Hose auch. Dann spare ich mir die Socken. Und genau. Eine Decke einfach kann man im Krankenhaus gebrauchen. Zum Überwerfen. Oder ja, für nach Hause über Maxi-Cosi. Genau, das kommt mit für die Kleine. Und wenn es sehr kalt sein sollte, noch ein dünnes Jäckchen. Ich denke, es wird nicht so kalt sein, deswegen denke ich, dass die reicht. Zur Not, wir wohnen nicht weit vom Krankenhaus, können wir nochmal eine Jacke holen oder einen Schneeanzug, ne? Falls der Winter ausbricht. So, kommen wir mal zu meiner Kreissaaltasche. Das ist diese hier. Da könnt ihr einfach bei Rossmann euch im Babyclub anmelden. Dann bekommt ihr so eine Tasche und da sind sogar noch ein paar Sachen drin. Und ich habe da drin bis jetzt einfach ein Desinfektionsspray. Kann man irgendwie immer mal gebrauchen. Ein Mundspray. Man weiß ja nicht, wie die Lage ist. Ein Labello habe ich noch dabei. Das ist der von Blistex. Der hat ein bisschen Farbe und ich mag den total gerne. Für ein bisschen Energie, so Dextro Energy. Kann man gut gebrauchen, falls der Kreislauf ein bisschen in den Keller geht. Und aber was auch ganz gut Energie liefert, sind Nüsse, beziehungsweise so Studentenfutter habe ich. Die sind jetzt von... Penny gibt es auch bei Lidl immer diese Packung. Oder sind die von Aldi? Ich weiß es gar nicht. Die habe ich da drin. Und dann habe ich nochmal einfach Feuchttücher. Keine Ahnung, um mich frisch zu machen zwischendurch. Irgendwie so Feuchttücher kann man immer gut dabei haben. Und noch ein Ersatzhaargummi. Ich denke, ich werde meine Haare vorher schon zusammenbinden. Aber falls nicht, ne, ist ein Haargummi dabei. Was ich auch unbedingt diesmal mit in den Kreißsaal nehme, ist eine Uhr. Ob ich sie dann dran lasse, weiß ich noch nicht. Aber diese Uhr wird mich ein bisschen motivieren, um einfach die Venen so ein bisschen zu kontrollieren. Also, beziehungsweise ich trage sie jetzt schon immer, um nicht mein Handy rauszuholen, weil das würde mich, glaube ich, zu viel ablenken. Deswegen eine Uhr. Und das ist eine sehr schöne Uhr. Ich zeige sie euch gleich nochmal vom Dichten. Und da sind die beiden Mäuse drauf, Mila und Louis. Und ich glaube, wenn ich da drauf gucke, dann gibt das vielleicht ein bisschen Motivation während der Geburt. Und ja, deswegen dann kann ich gucken, wie oft die Wehen sind. Und genau, ich zeige sie euch jetzt nochmal vom Nahen. Genau, und da sind Mila und Louis drauf. Und ich fand sie einfach schön in Schwarz und Gold. Und ja, ich glaube, das ist eine richtig coole Sache. Und hier hinten habe ich nochmal meinen Namen eingravieren lassen. Ist irgendwie nochmal so ein bisschen... ja, persönlicher und fand ich sehr cool. Ja, schaut einfach auf der Seite mal vorbei. Die haben 1000 unterschiedliche Schmuckstücke, sehr schöne Sachen. Und ja, das kann man alles so ein bisschen personalisieren. Und ich packe euch jetzt in die Infobox nochmal einen Rabattcode. Dann spart ihr 15%, falls ihr euch da was bestellt. Und in meiner Kreißsaaltasche habe ich noch einen Notfallzettel. Da stehen einfach nur Sachen drauf, die ich jetzt noch nicht einpacken kann. Beziehungsweise an die ich noch denken muss, wenn es losgeht oder die mein Freund dann mit einpacken soll. Und zwar einmal Kamera, Handy, Ladegeräte, Schminke, so ein bisschen was wollte ich schon dabei haben. Eine Bürste, die habe ich aber jetzt tatsächlich schon eingepackt. Was zu trinken, den Mutterpass und Papiere und ein bisschen Geld für Standesamt oder falls wir mit dem Taxi fahren müssen, Geld muss ich auch noch einpacken.
Genau, aber das steht auf jeden Fall hier drauf. Dann kommen wir mal zu meinem Kulturbeutel, der auch einfach ganz normal eine Kliniktasche sein wird. Und zwar habe ich hier einmal von Elevit zweimal so Nahrungsergänzungsmittel. Das sind Folsäure-Tabletten. Genau. Und das ist einmal das, was ich jetzt nehme in der Schwangerschaft und einmal für die Stillzeit. Denn da braucht man auch nur so ein paar Vitamine. Informiert euch gerne auf der Seite. Und ja, ich kann die euch sehr empfehlen. Da sind lauter guter Dinge drin, die fürs Baby wichtig sind und dann später halt auch beim Stillen. Im Krankenhaus wird es Binden geben. Die sind mir nur immer ein bisschen zu groß. Deswegen habe ich mir halt so ein paar eingepackte mitgenommen. Ob ich sie dann benutze, weiß ich nicht, aber ich wollte sie dabei haben, weil ich die im Krankenhaus einfach nicht mag. Die sind mir wirklich zu riesig und mein Wochenfluss ist nie so doll. Deswegen denke ich, werde ich die nutzen. So, was habe ich hier noch drin? Mikrofaser-Waschlappen zum Abschminken. Ja, ich werde mich schon ab und zu auch mal ein bisschen hübsch machen, wenn ein Besuch kommt, so gut es geht. Also wenn ich aussehe wie der Tod, dann ist es halt so. Dann habe ich einmal so eine Mundspülung, eine kleine dabei. Dann die Haarbürste. Haare Kim wollte ich mir dann auch schon. So ein kleines Deo habe ich da mit drin, das wird auch reichen. Eine Zahnbürste zum Zähneputzen. Ein Shampoo, da habe ich jetzt ein großes und kein kleines, weil mit so einem kleinen komme ich bei meinen Haaren immer nicht so weit. Eine kleine Zahnpasta. Ein Duschgel, da habe ich auch jetzt einfach ein großes und kein kleines, denn ja, das werde ich ja danach ja eh noch benutzen. Und das ist pH-neutral, also ja, dann riecht ihr auch noch nach Mama und nicht so parfümiert. Dann habe ich hier zwei Haarkuren. Mal gucken, ob ich die benutze. Dann habe ich hier noch so eine kleine Packung Q-Tips, Wattestäbchen. Ja, die brauche ich irgendwie täglich. Ich bin so ein bisschen süchtig nach den Dingern. Und ganz wichtig sind die Silberhütchen. Ich weiß natürlich nicht, wie die sind, aber ich bin total begeistert von dem Konzept. Kann sie euch sehr empfehlen bis jetzt. Das sind, ja, ich zeige sie euch mal. Das sind so kleine Silberhütchen aus echtem Silber. Und die legt man sich halt auf die Brustwarzen. Und Muttermilch ist die beste Heilung fürs Stillen. Deswegen kann man da einfach ein bisschen Muttermilch reinmachen. Und dann hat sich das schon. Das wirkt dem Scheuern entgegen und ist antibakteriell. Und euer Baby hat nicht ständig diese Brustwarzensalbe im Mund. Deswegen, ich bin sowieso nicht der Fan davon. Schaut mal auf der Seite, ich verlinke es euch. Das ist eine super Sache und ja, ich bin richtig gespannt. Deswegen sind die auch mit. Und dann habe ich hier zwei Schnullis in der Größe 0 bis 2 Monate von Mom. Ich bin Mom-Fan, was Schnuller angeht. Deswegen sind die und die finde ich so, so süß. Ich hoffe, sie nimmt einen Schnuller. Das hört sich doof an, aber es ist einfach das Beste für eine Dreifachmama, glaube ich, wenn das Baby einen Schnulli nimmt. Ich werde nicht sofort ihr gleich nach der Geburt einen Schnulli geben. Aber wenn ich merke, so ja, am dritten Tag ist es okay, glaube ich, damit anzufangen oder sich ranzutasten. Genau. Und dann, muss ich jetzt leider zuhalten, da steht der Name, eine Schnullerkette. Aber ich glaube, die wird sie noch gar nicht brauchen. Ja. Und dann halt ist alles hier drin. So, und dann ist natürlich wichtig, wenn ihr im Krankenhaus ankommt, ein Mutterpass oder euer Mutterpass, nicht irgendeiner. Und ich habe das Ganze in so einem Mäppchen. Muss ich gerade mal gucken. Ja, genau. Das sind, da kann man so halt die Ultraschallbilder rein tun, den Impfpass. Hier sind so ein paar Infosachen, die ich mal vom Frauenarzt bekomme. Und ich habe hier den Parkausweis. Da darf man dann auf so einem Storchenparkplatz parken. Das ist ganz cool. Und ja, hier packe ich noch meine Krankenkarte rein. Und hier sind meine Mutterpässe, denn ich habe zwei. Weil, ja, in einen Mutterpass gehen nur zwei Kinder rein. Genau. Aber falls Sie Informationen brauchen, falls es Notfall gibt, ist es mal gut, den alten Mutterpass dabei zu haben. Ja, ich zeige euch jetzt einfach so rum. Es sind Unterlagen. Geburtsurkunden von mir und meinem Freund. Vaterschaftsanerkennung
und noch so ein paar andere Unterlagen. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist ein bisschen kompliziert. Und ganz wichtig ist der Maxi-Cosi für den Nachhauseweg. Denn ohne dürft ihr nicht losfahren. Es sei denn, ihr geht mit dem Kinderwagen zu Fuß. Aber ich glaube, das sehen die nicht so gerne im Krankenhaus, wenn man zu Fuß direkt nach der Geburt nach Hause geht. Genau, und deswegen, ja, Maxi-Cosi hat, glaube ich, auch jeder. Deswegen den auf jeden Fall mitnehmen. Was ich jetzt nicht mitnehme, ist ein Föhn, weil ich meine Haare ganz bestimmt nicht föhnen werde, sondern wenn an der Luft trocknen lasse. Und ansonsten, denke ich, habe ich soweit alles. Also, ja, das Wichtigste ist das Baby, dass es mitkommt, dass wir wohl auf sind. Und ich freue mich richtig auf die Geburt. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Genau, wir sind startklar. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Oder ich hoffe, ihr konntet jetzt hier noch ein paar Tipps mit einsammeln. Und dann würde ich sagen, eine schöne Geburt. Und macht euch keinen Stress. Immer schön atmen. Und dann bis dann. Tschüss.